Die Tiefgarage. Oh, guck mal da, der Page. Ist das nicht ein Page? Der Page? Nun tschüss. Was macht der da? Na komm. Grail, kommst du nicht, Page? Ja, genau, nimm deinen Hut mit. Oh, was ist denn da rausgekommen jetzt? Das war so eine Art Bossgeist. Was ist das? Ah! Eins. Und fünf. Hoho, das sind definitiv Aufzugknöpfe. Wer hätte gedacht, dass ein Geist sie stibitzt hat? Aber es sind ja nur zwei. Ob da wohl irgendwo weitere Geister mit ihren restlichen Knöpfen herumschwirren? Nun, das soll uns jetzt nicht kümmern. Gehen wir zunächst einmal zu meinem Auto. Ich möchte dir etwas sehr Interessantes zeigen. Ja, ich komme ja schon. Okay, ich fasse nichts an. Also es gefällt mir auf jeden Fall jetzt schon besser als der Vorgänger. Frage ist nur, kommt es an Teil 1 ran? Aber da könnte auch der Retro-Faktor eine Rolle spielen, also Nostalgie. Ja, genau! Es sieht im Inneren größer aus als außen, bestimmt. Das ist die TARDIS. Hehehe, willkommen in meinem Labor. Bei diesem transportierbaren Labor handelt es sich um eine weitere meiner brillanten Erfindungen. Robust, sicher klimatisiert, was will man mehr? Also die Bulma entwickelt hat, sind transportfähiger. Die hat nämlich Transportkapseln. Ich wusste immer, dass ich dies eines Tages brauchen würde. Wie gut, dass ich es mit hierher gebracht habe. Du willst wissen, warum ich hier im Hotel bin? Das ist eine lange Geschichte hier, die kurze Version. Man hat mich reingelegt. Ich erhielt eine Einladung von einer Person, die sich als Inhaberin dieses Hotels ausgab. Besagte Dame verkündete, dass sie eine wertvolle Sammlung von Geistern aus der ganzen Welt besitze. Natürlich könnte kein Geisterforscher, der etwas auf dich hält,
einem so verlockenden Angebot widerstehen. Also nahm ich die Einladung an, doch als ich hier eintraf, nun ja, es war natürlich nur eine Falle. Ich wurde in ein Bild gebannt und meine wertvolle Geistersammlung wurde konfisziert. Könnte es sein, dass wir alte Geister wieder treffen? Seine Geistersammlung ist ja aus dem ersten Teil auch. Ein Wulmer kommt keiner an, ja. Ich wurde ein bisschen, ja. Ah, damit sind auch all die Geister weg, die du einmal fleißig für mich gefangen hattest. Oh ja. Auch König Buhu. Dass ich ihn verloren habe, geht mir richtig unter die Haut. Er ist mein Lieblingsgeist. Was? König Buhu schwebt frei in diesem Gebäude herum? Die Hotelinhaberin. Was hat sie nur angerichtet? Luigi, du bist jetzt unsere einzige Hoffnung. Auch wenn die Chancen schlecht stehen. Sei nicht zimperlich und gib alles. Hol mir meine Geistersammlung zurück. Den ersten Schritt hast du bereits getan, indem du einige Geister gefangen hast, Luigi. Es ist Zeit, mir die jetzt zu übergeben. Es ist nur ein Geist. Na gut, drei. Glaube ich. Soweit, so gut. Dann fang fleißig weiter Geister und denk dran, immer mal im Labor vorbeizuschauen. Diesmal ist wahrscheinlich jeder Geist wichtig, ne? Den man fängt. Ich richte jetzt die Galerie ein, in der du die Geister betrachten kannst, die du bereits gefangen hast. Ah. Wow. Warum guckst du so komisch, Luigi? Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Oh, natürlich, du musst ja auch deine Freunde und deinen Bruder retten. Daran hatte ich gerade überhaupt nicht mehr gedacht. Aber egal, du musst dieses Hotel ohnehin bis zum letzten Winkel erforschen. Ob auf der Suche nach Freunden oder nach Geistern. Um dir die Arbeit zu erleichtern, gebe ich dir eine meiner bis dato großartigsten Erfindungen. Der Virtual Boo war's. Ich nenne sie Virtual Boo oder kurz VB. Ein innovatives Hightech-Gerät, das virtueller Realität eine Farbe gibt, rot. Schick, nicht wahr? Rot ist momentan der letzte Schrei. Was ab? Bis ich mit dem Marketingmaterial fertig bin, dann wird sich der VB wie warme Semmeln verkaufen. Über den VB kannst du jederzeit mit mir kommunizieren. Vielleicht können wir das ja später kurz ausprobieren. Drücke. Ach so, Plus. Ich habe schon das Steuerkreuz gesucht. Um einen Blick auf den VB zu werfen. Der zeigt unter anderem auch an, welche Aufgabe du gerade zu lösen hast. Nützlich, nicht wahr? Ach, ich habe noch etwas für dich. Wir kriegen Geschenke! Diesen Detektografen solltest du als allererstes für mich im Aufzug anbringen. Warum? Was genau das ist, erläutere ich dir später. Jetzt geh und installiere ihn zunächst einmal. Also begib dich umgehend zum Aufzug und ich verlasse mich auf dich, Luigi. Mehr Spieler! Zum Titelbildschirm mit Igit. Welchen Leitfaden einschlug? Spielablauf. So. Häufige Fragen. Ach, Deko. Was kann man denn hier einstellen? Steuerung und Schnelligkeit. Okay. Galerie. Geister. Schlingel.
Willkommen! Nein! Nein, bitte nein! Oh bitte, der ist schlecht. Der ist so schlecht, dass er gut ist. Ja. Oh, schön. Oh. Oh, das ist... Oh, das tut gerade weh. Das tut gerade so weh. Oh. Willkommen. Ah, ich hab nämlich schon den Wortwitz gesucht. Weil, kennt man ja vom ersten Teil, diese Buh-Witze. Oh, waren die so, die waren so gut. Also schlecht und gut. Buh-Marang oder Bruce Lee oder irgend sowas. Ah. Wie du weißt, bin ich eine führende Autorität auf dem Gebiet der Geisterforschung, Luigi. Uns hat das Schicksal zusammengebracht. So ein Glück. In diesem Sinne, geh los und fang mit dem Schreck weg, FLU. Ich suche da auch so ein Wortspiel. FLU. Flu. Was könnte Flu bedeuten? Killer ist auch noch da, ja. So viele Geister wie möglich. Das bist du der Wissenschaft schuldig. Bis ins Grab. Möchtest du mit mir reden oder möchtest du einen Blick aufs Protokoll werfen? Protokoll? Installiere den Detektografen. Das ist mal eine Aufgabe für uns, ja? Es gibt zwar keine Trophies hier in dem Spiel, aber ich sammle trotzdem gerne Sachen. Also bei Nintendo, da bin ich... Ich krieg zwar nichts dafür, dass ich 100% mache, aber wir geben unser Bestes. Wir machen natürlich nicht 100%, aber wir tun sehr vieles. Und suchen trotzdem viele Sachen. Möchtest du mit mir... Protokoll, was ist... Ach ja, das war das. Reden. Ach Luigi, wie viel Geld hast du denn bisher so gesammelt? Wo du schon mal da bist, solltest du alles mitnehmen, was du kriegen kannst. Hihihi. Möchtest du mit mir reden? Ja, aber ich will dir was... Oh, Karte. Ich habe also keine Karte, weil ich... Ah ja. Hotel erforschen, los! Das Ding installieren wir noch und dann ist es auch schon wieder... Oh, wir haben eine... Oh, wir haben eine Minicap. Map. Warte. Ach nee, da erscheint ja mein Geld. Dann kann man halt den Chat nicht richtig lesen. Oder wartet. Tada! Dann mach ich doch so. Blub.
Wow. Hallo Luigi, die Installation ist hoffentlich geglückt. Dann erkläre ich dir nun, was der Apparat kann. Nun, er speichert, welche Etagen der Aufzug erreichen kann und sammelt auch Daten über sie. Die extrahierten Daten werden dann auf dem Monitor angezeigt. Ist das nicht genial? Ich 7:30 Uhr. Wieso? Also ich kann das Spiel bis jetzt empfehlen. Es macht riesen Bock. Es ist auf jeden Fall besser als der Vorgänger. Aber der Vorgänger war ja auch mehr ein DS-Teil. Und so 3DS-Teile, die sind manchmal ein bisschen schlicht gehalten. Nimm dir noch mal die Aufzugknöpfe, die du ergattert hast, und setze sie ins Panel ein. Ja. Oh yeah, here we go. Wir können ins fünfte Stock. Okay, da kommen wir ja auch eigentlich her, ne? Da wurden wir ja entführt. Und schon kannst du die Karte einer neuen Etage aufrufen. Ich habe noch eine Überraschung, Luigi. Das Gerät ist mit dem VB vernetzt. Die Kartendaten werden immer gleich in den VB übertragen, sodass du dir die Karte jederzeit und überall ansehen kannst. Wenn du die Karte einer Etage vom VB Menü aus öffnest, werden mehr Details angezeigt. Vergiss das nicht, ja? Die Karte ist wichtig, Luigi. Für das Erforschen unbekannter Etagen ist sie geradezu unerlässlich. Bei deinen Erkundungen des Hotels sollte es stets zu deinen Prioritäten gehören, Aufzugknöpfe zu ergattern. Du kannst nur mit Hilfe dieser Knöpfe noch unerforschte Etagen erreichen. Und vielleicht findest du dort auch deine Begleiter. Hihihihi. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Denn, Killer, guck dir mal an, wie viele Knöpfe es gibt. Jeder Knopf da steht für eine Etage. Ich weiß nicht, wie groß die Etagen sind. Die werden natürlich, glaube ich, je höher man kommt, auch kleiner. Ich weiß es echt nicht. Dieses Hotel ist in die Höhe gebaut, nicht in die Breite. Das eine Hotel, also seine Villa, war ja in die Breite. Ich weiß nicht, ob das jetzt höher ist, als das andere breit war. Ich kann's echt nicht sagen. Noch eine Sache, bevor du losgehst, Luigi. Wir sollten noch die Kommunikation über den VB ausprobieren. Öffne mit Hilfe von Plus den VB und wähle mit Igitt sprechen. Igitt! Ein Kinderspiel, also los, Luigi! Wow. Mit Igitt sprechen? Test, Test, 1, 2, 3, hier spricht Igitt, das größte Genie hier vor Ort. Hey, was ist mit mir? Okay, ich bin nicht so intelligent, ich bin nur Luigi. Bin ich laut und deutlich zu verstehen? Fantastisch! Die Kommunikation mit dem VB funktioniert einwandfrei. Du kannst mich mit dem Gerät also jederzeit kontaktieren. Im Ernstfall funktioniert alles wie bei unserem Test gerade, Luigi. Nutze das ruhig in manch schwierigen Situationen, weiß ich womöglich Rat. Ach, noch was! Mit Hilfe des VB kannst du auch das Protokoll deiner Arbeit abrufen. Wenn du mich kontaktierst, werde ich dir diese Option anbieten. Soweit so gut, das Testen meiner Erfindungen macht ja Spaß. Aber es gibt noch viel Arbeit. Ich hätte auch gleich einen Auftrag für dich. Du kannst ja jetzt mit dem Aufzug E5 erreichen, nicht wahr? Auf der Etage war mein Zimmer. Und in diesem Zimmer ist mein Koffer.
Den musst du mir unbedingt besorgen, Luigi. Meine Zimmernummer war verflixt. Welches Zimmer hatte ich denn noch? Naja, egal, du hast ja... eine Karte, auf der du nachsehen kannst. Viel Glück, Luigi. Versuche lebendig zurückzukehren. Hehehe. Na gut, bis jetzt kann man das auch so sagen, weil der erste Teil... Also wenn dieser Teil hier natürlich größer ist und spielerisch genauso viel Spaß macht, ist er besser. Aber nur, wenn es eine größere Länge hat. Und unterhaltsam ist. Das kann man ja noch nicht beurteilen. Der zweite Teil war ja Mist. Ist halt ein 3DS-Teil. Was will man da? Was erwartet man da? Das Spiel könnte man sogar online spielen. So, wie groß ist denn Etage Nummer 1? Halt! Ja. Es ist schon. Also, ich könnte sagen, wenn jedes. Jede Etage so ungefähr diese Größe hat, ist auf jeden Fall größer. Aber ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Aber wir haben 10.05 Uhr. So. Das heißt, ich hoffe, der hat gespeichert. Da, das ist das Hotel, wo wir drin sind. Ui. Kann ich mich jetzt mal wieder hierhin machen? So, wo schicke ich euch denn hin? Weißt du, wo ich dich jetzt hinschicke, Katoka? Oder eher gesagt, euch? Ich spreche ganz besonders Katoka an, weil der hat schon gesagt, da spielt doch jeder heute, ja? Ich schicke euch zu lieben Rumi. Sie spielt Man of Medan. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.